Ich sage herzlich willkommen, ganz offiziell jetzt, zum dritten Web mit EP Talk, wie ich das so schön ausspreche. Das ist das Online-Diskussions- und Bildungsformat von erwachsenenbildung.at im Rahmen des Vereins Conedu. Mein Name ist Wilfried Frey und wir sind Projektträger von erwachsenenbildung.at im Auftrag mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Frauen. Und insofern auch die Gastgeber dieser heutigen einstelligen Online-Diskussion über ein durchaus von vielen brandaktuell empfundenes Thema im Sinne einer Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft. Wer Sie sind, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, und was Sie hier führt, das können Sie in der Vorstellungsrunde links im linken Bereich auch gerne eingeben, sofern Sie es noch nicht getan haben. Auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie auch eine Umfrage, wo wir gerne ein bisschen herausfinden würden, mit welchen fachlichen Tätigkeitshintergrund sind wir auch mit dabei. Es gibt uns auch um den Diskutantinnen ein bisschen ein Bild, wer ist mit dabei und interessiert sich vielleicht hier auch wofür. Wie gesagt, das ist der dritte Webtalk. Zuletzt ging es ja bei uns vor nicht ganz zwei Monaten hier auch um die Arbeitssituation in der Erwachsenenbildung. Ein Thema, das in einer sehr spezifischen Ausprägung auch heute, denke ich, relevant ist, wenn man Migrationserfahrung auch als Ressource für Erwachsenenbildung betrachtet. Die bisherigen Webtalks sind auch auf unserem YouTube-Kanal auch abzurufen. Da wird es dann später auch noch den Link geben in unserem Chatfenster. Wenn Sie das nachsehen möchten, dann können Sie das gerne tun. Auch die heutige Veranstaltung wird aufgezeichnet und dann im YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Wie können Sie hier teilnehmen? Wir haben sozusagen hier ein Podium besetzt. Das sind die Menschen, die im Bild und Ton wahrzunehmen sind. Es gibt für alle, die sonst noch mit dabei sind, die Möglichkeit, im Chat auf der rechten unteren Seite Fragen zu posten, Kommentare zu posten. Wir werden versuchen, die auch wahrzunehmen und in die Diskussion einzuspielen. Wir haben für Sie ein paar Umfragen vorbereitet, wie die eine, die Sie schon jetzt eingeblendet sehen, und werden die zwischendurch auch bringen und so versuchen, ein bisschen ein interaktives Setting auch zu gestalten. Wichtig ist uns noch, lassen Sie uns am Ende einfach wissen, wie Ihnen der Webtalk gefallen hat. Ihre Rückmeldung ist uns wichtig, weil wir dieses Format auch gerne weiterentwickeln möchten. Worum geht es heute? Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft. Wer macht sie für wen, haben wir etwas salopp getitelt. Wenn man sich die Entwicklungen des letzten Jahres ansieht, dann könnte man ja glauben, es geht nur um Flüchtlinge. Es geht um Menschen, die hier ankommen in Österreich. Es geht um Wertekurse, um Sprachvermittlung. Und das ist sozusagen das, was Erwachsenenbildung hier ausmachen sollte. Inzwischen sehen wir auch und sind auch die Medien mindestens ebenso viel ein Spiegelbild von Reaktionen, Reaktionsmustern auf eine Bewegung, die auch verschüttete Ängste zutage fördert, die mit diesen ankommenden Menschen oft ja gar nicht viel zu tun haben. Ängste vor einem sozialen Abstieg, vor einer diffusen Verletzlichkeit, umgekehrt auch vor einem Abdriften in eine politische Kultur, die wir aus Zeiten kennen, die viele Jahrzehnte zurückzuliegen scheinen. Und Bildung, besonders Erwachsenenbildung, gilt hier für viele als Hoffnungsträger. Als Hoffnungsträger zur Bewältigung einer Krise, die für viele auch gar nicht mehr eine Krise ist, sondern wo man auch sagen könnte, ich glaube, Annette, du wirst mir zustimmen, das ist ein dauerhafter Normalzustand. Zuwanderung wird nicht so schnell aufhören und das wird sozusagen Migration auch unser Thema bleiben. Was wir unter Erwachsenenbildung in diesem Kontext verstehen können, wer sie macht, wo etwas zu tun ist, das ist heute Gegenstand unseres Gesprächs. Und ich darf kurz vorstellen, wenn wir hier zu uns aufs Podium eingeladen haben. Zum einen ist es Annette Sprung. Sie ist Professorin am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Universität Graz im Arbeitsbereich Erwachsenen- und Weiterbildung. Ihre Forschungen, ihre Schwerpunkte liegen im Bereich der Forschung und Lehre zu den Themen Migration, Partizipation, Diversität, interkulturelle und rassismuskritische Weiterbildung. Annette Sprung hat, das werden vielleicht manche auch mitbekommen haben, im Vorjahr auch gemeinsam mit der Kollegin den österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung in der Kategorie Wissenschaft und Forschung bekommen, für in dem Fall eine Untersuchung über Angehörige der zweiten Generation als Fachkräfte in der Erwachsenenbildung. Annette Sprung ist vielen auch bekannt als die Autorin eines fachlichen Dossiers auf unserer Website erwachsenenbildung.at, das schon seit 2008 besteht
und auch eine vielgefragte Ressource ist zu diesem Themenkreis. Wir werden dann später auch noch den Link dazu einblenden, wenn Sie da nachlesen möchten. Ja, herzlich willkommen, Annette. Hallo. Und zum anderen Besuch begrüße ich Sinat Lajevic. Er ist Sozialarbeiter in der Erwachsenenbildung und an der Wiener Volkshochschule tätig und dort derzeit auch Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrates. Sinat, du hast erzählt, du hast deine Karriere da im Jugendbildungszentrum, der VHS Ottakring, begonnen. Hast viele Jahre Erfahrung gesammelt im Bereich Hauptschulabschluss, Pflichtschulabschluss und warst sowohl beratend, lehrend, koordinierend, leitend tätig und in der Betreuung der Menschen, die da an den Kursen und an den Maßnahmen teilgenommen haben. Herzlich willkommen, auch schön, dass du dir Zeit nimmst für die Diskussion. Hallo. Ja, wir starten im Web-Talk und gehen ins Thema. Wir haben Annette Sprung gebeten, sich zu überlegen, womit sie uns denn gerne ins Thema sozusagen hineinführen würde und was denn zu tun ist im Sinne von Handlungsfeldern für die Erwachsenenbildung. Wir werden gleich diese Folien danach aufrufen, die sie da zeigen wird und die ihren Input begleiten werden. Ich darf mal Karin bitten, dass du uns vielleicht dieses Layout wechselst. Und hier kommt dann auch der Impulsvortrag zur Geltung. Und bevor wir mit dem Input starten, da bitte ich nochmal unsere Gäste hier, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, inzwischen sind sie 31 geworden, unsere kleine Umfrage rechts oben da auszufüllen. Uns interessiert nämlich ja auch nicht nur, was ist Ihr beruflicher Hintergrund, sondern aus welcher Perspektive interessieren Sie sich für das Thema unseres heutigen Web-Talks? Bringen Sie eigene Migrationserfahrung mit oder arbeiten Sie mit Teilnehmerinnen, Teilnehmern, Klienten, Klientinnen, die selbst Migrationserfahrung haben? Sind Sie womöglich in den letzten Monaten auch aktiv geworden im Rahmen der Flüchtlingsbewegung und haben sich da engagiert, ob ehrenamtlich, beruflich, wie auch immer. Ist das sozusagen auch Ihr Thema da? Oder gibt es sowas wie ein allgemeines Interesse zu dem Thema, einfach, dass Sie hier mit dabei sein möchten? Das würde uns mal kurz interessieren und wir schauen, wie sich die Antworten hier entwickeln. Sie müssten die Antworten noch, also die ausprägenden Antworten sozusagen auch eingeblendet bekommen mit diesen kleinen blauen Balkendiagrammen. Und da sehe ich, da klicken schon viele. Da gibt es viele, die ein generelles Interesse am Thema haben. Einige arbeiten mit Teilnehmerinnen mit Migrationserfahrung. Aber ich bin, glaube ich, zu schnell im Dokumentieren der Ergebnisse. Da ist, wird nur fleißig geklickt. Also warte ich noch einen kurzen Augenblick ab. Ja, gut, jetzt bewegt sich nichts mehr. Also wir sehen, drei Viertel interessieren sich generell am Thema. Immerhin jeder Dritte, jede Dritte hier hat auch mit Menschen mit Migrationserfahrung beruflich zu tun oder hat sich auch in der Flüchtlingsbewegung konkret engagiert. 4 von 31 haben auch selbst Migrationserfahrung, also etwas mehr als 10%. Ja, mit diesem sozusagen ersten Bild, für das ich sehr herzlich Danke sage, übergebe ich jetzt an Annette und bitte dich, uns einmal sozusagen hineinzuführen ins Thema. Ja, schönen guten Morgen noch einmal auch von meiner Seite an alle, die heute da sind. Für mich ist das auch eine Premiere in diesem Format zu diskutieren und ich bin sehr gespannt und freue mich. Ich habe jetzt schon ein bisschen hier auf der linken Seite verfolgt, wer sich eingeloggt hat. Einige Namen sind mir bekannt, also hallo auch an alle Bekannten und Freunde. Ja, und damit habe ich so ein erstes Bild, aber natürlich kein vollständiges Bild, wer mitdiskutieren wird und bin also, wie gesagt, sehr neugierig. Ich möchte jetzt so kurz 10 Minuten ein bisschen ins Thema einführen, den Rahmen aufspannen für unsere Diskussion, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch in völlig andere Richtungen diskutieren können. Das wird ja von Ihnen, von euch allen mitgestaltet. Wilfried, du hast es schon erwähnt, Flucht und Migration sind nicht erst seit dem Sommer 2015, die zählen nicht erst seit dem letzten Jahr zu den zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft, sondern das ist seit Jahrzehnten so, ist aber nicht immer so wahrgenommen worden. Und man kann also auch mit Sicherheit davon ausgehen, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Und das gilt eben nicht nur für Österreich, sondern ist ein globales Thema. Jetzt ist die Frage naheliegend, ja, inwieweit ist denn die Erwachsenenbildung bislang angemessen auf diese gesellschaftspolitischen Herausforderungen, auch auf diesen Aspekt des sozialen Wandels eingegangen? Und wie ist sie für die Zukunft vorbereitet? Ich möchte gerne diese Frage nicht beantworten kann ich auch nicht. Ich kann nur ein paar Impulse geben, sondern heute auch die Diskussion nutzen, vielleicht mit Ihnen gemeinsam. Sie haben ja alle Expertise in dem Feld,
auch so eine Einschätzung vielleicht bis zum Ende zustande zu bringen. Wo steht denn die österreichische Erwachsenenbildung hier? Es gibt ja auch nicht die Erwachsenenbildung, wie wir alle wissen, es ist ein sehr buntes und vielfältiges Feld. Insofern denke ich, kann man auch für die Migrationsthematik sagen, es gibt hier sehr unterschiedliche Entwicklungen in der österreichischen Erwachsenenbildung, zum Beispiel je nach Region, naheliegend, ja, in urbanen Gebieten natürlich das Thema auch stärker präsent ist. Und das hat natürlich dann auch was mit der Entwicklung zu tun, weil man reagiert ja auch in der Erwachsenenbildung oft, nicht nur hoffentlich, aber man reagiert auch auf Entwicklungen, die halt vor der Tür stehen und an manchen Orten stehen sie deutlicher vor der Tür als an anderen. Aber es ist sicher auch ein Unterschied je nach Träger, welches Selbstverständnis hat ein Bildungsträger, wie sehr sieht sich der Bildungsträger auch verantwortlich für gesellschaftspolitische Arbeit. Ist da auch bereit, Verantwortung zu übernehmen? Wie sehr ist man vom Selbstverständnis her beim Reagieren, beim Entgegennehmen von Aufträgen oder ist man auch proaktiv sozusagen dabei, wenn es darum geht, auch vorausschauend die Angebote anzupassen? Ja, also die Frage ist für mich, wo wird schon viel getan? Wo sind die Probleme? Wo gibt es vielleicht auch blinde Flecken in der Erwachsenenbildung? Und was sind sozusagen auch aus Ihrer Sicht für alle, die heute mit dabei sind, was sind so die wichtigen Zukunftsthemen? Ich möchte jetzt so einen ganz groben Überblick geben, was so die großen Handlungsfelder sind im Zusammenhang mit Migration und Erwachsenenbildung. Es könnte ein Rahmen sein, in dem wir uns bewegen. Aber wie gesagt, wir können das auch dann anders entwickeln in der Diskussion. Ich sehe so vier große Handlungsfelder derzeit, die unterschiedlich stark, sage ich mal, auch bearbeitet werden. Das erste Handlungsfeld ist das, was man gemeinhin so mit dem Schlagwort der Integration verbindet. Das sind in der Regel Angebote eben für eine sogenannte Zielgruppe Migrantinnen. Da können wir auch noch darüber diskutieren, wie denn diese Zielgruppe überhaupt definiert wird. Das sind Deutschkurse in erster Linie, aber auch Basisbildungskurse. Aber da mischt sich das dann oft auch schon von den Zielgruppen. Das sind Angebote der Bildungsberatung. Das zweite große Feld, ich sage dann zu jedem dieser Handlungsfelder noch ein paar Sätze im nächsten Schritt. Das zweite Feld, ist die berufliche Aus- und Weiterbildung. Hier würde ich zwischen zwei großen Segmenten unterscheiden, die ich dann auch noch näher ausführe. Drittens haben wir den Bereich der politischen Bildung. Und viertens möchte ich also auch nicht unerwähnt lassen, dass auch für die Institutionen der Erwachsenenbildung selbst hier Entwicklungsaufgaben entstehen. Und dass es nicht nur sozusagen eine Frage der Angebotspalette ist. Das ist nur ein Aspekt und da werde ich auch noch ein paar Sätze sagen. Bevor ich jetzt auf die Handlungsfelder eingehe, kurze Zwischenfrage, bin ich gut zu hören? Passt alles technisch? Okay, dann werde ich einfach so fortfahren. Ja. Danke. Ja, das erste Handlungsfeld, ich denke mir, einige von Ihnen sind da vielleicht auch tätig. Ist, glaube ich, relativ klar, was man darunter verstehen kann. Sicher machen Deutsch- und Integrationskurse das größte Angebot derzeit aus in Bezug auf Migration und Erwachsenenbildung. Was mir immer wichtig ist, bei diesem Thema zu erwähnen, all diese Arbeit findet unter ganz spezifischen Rahmenbedingungen statt. Ich meine, jede Bildungsarbeit findet unter bildungspolitischen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen statt. Hier haben wir aber noch einmal ganz besondere Bedingungen, wie zum Beispiel die Integrationsvereinbarung, also eine sprachenpolitisch wichtige Einflussgröße, die ich erwähnen möchte, aber eben auch andere Gesetze, die die Lebenslagen der Adressatinnen von Bildung ganz stark beeinflussen und natürlich auch was mit dem Lernverhalten machen oder mit den Möglichkeiten, die da vorhanden sind. Da möchte ich jetzt schon kurz, auch wenn das nicht der einzige Aspekt der Thematik ist, auf die aktuelle Flüchtlingssituation zu sprechen kommen. Hier sehen wir ja eigentlich einerseits, dass die Ressourcen in Wirklichkeit in dem Bereich auch nicht ausreichen, ja, und dem steht aber gegenüber im öffentlichen Diskurs eine permanente Forderung nach Deutschlernen vom ersten Tag oder was immer da eben gefordert wird für alle. In der Praxis ist das aber derzeit aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar, unter anderem, weil dann auch gar nicht die Ressourcen zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig wird hier auch ein bisschen verkannt, in welchen Lebenslagen manche dieser potenziellen Lernerinnen und Lerner sind. Ohne pauschalisieren zu wollen, gibt es natürlich hier ganz schwierige, traumatische Erfahrungen, völlig ungeklärte Existenzbedingungen, ob man überhaupt in Österreich bleiben darf, etc. Das alles bleibt natürlich nicht ohne Einfluss, ja, auf die Möglichkeiten des Lernens.
Und mit dem allem sind die Menschen, die dann da in der Erwachsenenbildung im Moment tätig sind, sehr gefordert. Ich finde, das ist eine wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel auch hervorragend umgesetzt wird. Aber wenn man sozusagen die Bedingungen hier ein bisschen besser gestalten könnte, könnte man das vielleicht noch auch angenehmer für alle Beteiligten machen. Einen Aspekt möchte ich noch erwähnen, den ich ganz spannend finde, auch als Zukunftsthema für die Erwachsenenbildung. Wir sehen gerade angesichts der aktuellen Fluchtsituation, dass ganz neue Akteure und Akteurinnen auf den Plan treten, die vielleicht einerseits gar nicht so als Bildungsträger wahrgenommen worden sind, wie die Caritas, das Rote Kreuz, NGOs und so weiter. Das macht das Feld auch größer und bunter. Und wir sehen, dass ganz viele freiwillige Helferinnen plötzlich hier auch ins Geschehen kommen, die unter anderem auch Lernaktivitäten anbieten. Und ich habe auch gesehen, Christian Ozenasek, hallo, du bist auch da. Bist ja sehr aktiv im Salzkammergut und kennst sozusagen die Lage auch der Ehrenamtlichen, der freiwilligen Helfer und Helferinnen. Jetzt ist es absolut notwendig in der momentanen Situation, dass diese Dinge passieren und die Leute leisten da auch Großartiges. Aber es tut sich auch ein Spannungsfeld auf für die Erwachsenenbildung, nämlich im Sinne der Professionalisierung. Die Erwachsenenbildung hat sich ja in den letzten Jahren ganz stark bemüht, ja, hier die professionellen Standards auch zu entwickeln. Und man kann sagen, ehrenamtliche Arbeit ist natürlich immer auch ein Stück weit Deprofessionalisierung, ja. Und da kann man auch Befürchtungen haben, dass vielleicht dann hier professionelle Arbeit ersetzt wird und dann weniger Ressourcen freigemacht werden und so weiter und so weiter. Also da gibt es ganz viele Aspekte, die vielleicht spannend sind zu diskutieren. Und nicht zuletzt, denke ich, hat die Erwachsenenbildung hier auch einen Auftrag, sich was zu überlegen, nämlich wie Freiwillige auch unterstützt werden können durch Weiterbildung. Wird eh schon zum Teil gemacht, aber da sehe ich auch durchaus noch Entwicklungspotenzial. Also das ist so viel zum ersten Punkt. Das zweite Segment wäre eben das der beruflichen Weiterbildung. Hier würde ich so zwei Bereiche differenzieren. Das eine ist wieder so dieses klassische Integrationsthema, Angebote für eingewanderte Menschen zur sogenannten Integration in den Arbeitsmarkt, zur Vermeidung von Dequalifizierung, die ja ganz stark stattfindet, wie wir aus Studien wissen. Hier ist es mir wichtig zu sagen, ebenso wie bei der Sprache oder beim Spracherwerb, auch hier haben wir eben ganz problematische Rahmenbedingungen, mit denen man auch irgendwie umgehen muss in der Erwachsenenbildung. Also eben einen beschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt, Diskriminierungsprozesse, die am Arbeitsmarkt stattfinden, wo sozusagen auch bei bester Ausbildung, ja, wenn man Kopftuch trägt, sozusagen relativ bald Schluss ist mit der Karriere und so weiter. Das zweite Segment, das ich aber auch noch erwähnen möchte, es gibt also durchaus einen expandierenden Markt seit ungefähr, so würde ich mal sagen, 15 Jahren, stark expandierend, wo Angebote gemacht werden für unterschiedliche Berufsgruppen, die mit Migrantinnen im Bereich Migration arbeiten. Das können sein pädagogische Fachkräfte, Menschen in psychosozialen Berufen, in der Justiz, in der Polizei, also es wird auch immer weiter ausgedehnt, im Gesundheitswesen, in der Verwaltung, Schlagwort interkulturelle Kompetenzentwicklung. Also auch hier denke ich mir, haben wir etwas, was sich da interessant tut am Arbeitsmarkt und in der Angebotsentwicklung. Jetzt bin ich natürlich sehr dafür, dass alle ErwachsenenbildnerInnen einschlägige Kompetenzen und Kenntnisse erwerben. Ich möchte aber sehr davor warnen, dass man das so als Spezialkompetenz ansieht oder gar glaubt, man müsse Migrationsspezialistinnen permanent ausbilden. So wie sich die Gesellschaft entwickelt, sind das Grundkompetenzen aus meiner Sicht für Menschen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, dass sie sich eben auch mit diesem Thema auseinandersetzen und Wissen erwerben. Das gehört also noch viel stärker in alle Aus- und Weiterbildungen integriert und mir wäre es eben ein Anliegen, dass sozusagen das hier als Basiswissen auch ganz selbstverständlich betrachtet wird. Ob sich diese Erkenntnis schon überall durchgesetzt hat, mag ich mal zu bezweifeln. Dritter Punkt, möchte jetzt noch ein paar Worte sagen zum Handlungsfeld der politischen Bildung. Wir wissen, dass das in Österreich jetzt nicht gerade das größte Feld in der Erwachsenenbildung ist. Aber gerade in Zeiten wie diesen, ja, also kann man es nicht oft genug betonen, dass politische Bildung wichtiger ist denn je. Wilfried, du hast ja schon ein paar Hinweise auch in deinem Einleitungsstatement gegeben, dass wir ganz bedenkliche Entwicklungen haben, auch demokratiepolitische Entwicklungen, wo ich glaube, dass sich die Erwachsenenbildung einfach noch viel mehr bewegen muss. Wir haben hier auch wieder so verschiedene Zielgruppen.
Zum einen natürlich geht es auch um die Erhöhung der politischen Partizipation von Menschen, die Migrationshintergrund oder Migrationserfahrung haben. Da haben wir auch wieder sozusagen eine Restriktion gesellschaftspolitischer Art, weil einfach per Gesetz ganz viele Leute faktisch ausgeschlossen sind von politischer Partizipation. Also dann wird das Ganze auch ein bisschen absurd. Ja, was soll man dann mit Bildung machen, wenn gleichzeitig die Teilhabe vorenthalten wird? Aber das ist auf jeden Fall ein Handlungsfeld. Und gerichtet sozusagen an alle Gesellschaftsmitglieder geht es eben auch ganz stark darum, diesen vor sich gehenden sozialen Wandel auch verstehbar zu machen, Ängste abzubauen, ja, einfach auch einen Umgang damit zu finden. Und da geht es mir ganz stark auch darum, wirklich Rassismus und Rechtsextremismus verstärkt zu bekämpfen. Das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist in der Erwachsenenbildung definitiv unterentwickelt. Es ist, glaube ich, notwendig, nicht nur die Akteure und Akteurinnen, die sozusagen ausgewiesen sind als Träger der politischen Erwachsenenbildung hier, dass die da was machen, das tun sie eh, sondern jede Erwachsenenbildungseinrichtung kann aus meiner Sicht über dieses Thema und muss über dieses Thema nachdenken, egal welche Bildungsmaßnahmen ich habe. Im Grunde kann man überall hier sozusagen sich was überlegen. In jedem Berufsorientierungskurs wird das sowieso zum Thema unter Teilnehmerinnen. Und da muss ich sozusagen auch gerüstet sein, wie gehe ich damit um. Da habe ich das Gefühl, das wird noch nicht so breit als Herausforderung wahrgenommen, aber da können wir gerne drüber diskutieren, vielleicht sehen Sie das anders. Und den vierten und letzten Punkt, den ich noch erwähnen möchte, das ist eben die Entwicklung der Bildungsinstitutionen. Ich denke mir, es ist wichtig, Migration nicht nur als ein Zielgruppenthema zu betrachten oder sozusagen als Frage, ja, wir machen halt sozusagen den einen oder anderen neuen und zusätzlichen Kurs. Sondern die Frage ist, insgesamt sind wir als Institution überhaupt offen für die Bedürfnisse der Migrationsgesellschaft? Haben wir vielleicht auch versteckte Diskriminierungsmechanismen? Ich gehe mal davon aus, dass niemand absichtlich Barrieren errichtet, aber wie wir wissen aus der Forschung zur institutionellen Diskriminierung, resultieren ja Benachteiligungen auch ganz oft aus etablierten Normen und Routinen. Und das auch mal so zu hinterfragen, wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ja, sind wir im Leitbild eigentlich darauf eingestellt, bis hin zur Personalentwicklung, das war ja auch Inhalt unseres Forschungsprojektes, bemühen wir uns als Bildungseinrichtung aktiv darum, dass auch sich die Diversität der Gesellschaft in unserem Personal widerspiegelt. Das ist eine gerechtigkeitstheoretische Frage, aber auch eine der Ressourcen, weil Menschen, die Migrationserfahrung haben, oder auch deren Eltern Migrationserfahrung haben, bringen ja auch ganz wichtige Ressourcen mit, die gerade für die Erwachsenenbildung absolut wertvoll sind. Wird das überhaupt gesehen? Wird das aktiv gesucht und genutzt? Also das sind so die Fragen, die ich in dem Zusammenhang aufwerfen möchte und darf vielleicht schließen mit einem Hinweis auf eben dieses erwähnte Forschungsprojekt, wo dann in einem einjährigen Prozess gemeinsam von verschiedenen Akteuren und Akteurinnen der Erwachsenenbildung Leitlinien entwickelt worden sind. Das ist ein Papier, in dem genau solche Denkanstöße für Erwachsenenbildungseinrichtungen auch formuliert werden. Das möchte ich einfach auch empfehlen und hätte auch gern, dass sich das mehr verbreitet. Es ist in Kooperation mit dem BIFEP entstanden. Das BIFEP begleitet den Prozess auch weiter. Das könnte sozusagen herangezogen werden von Bildungseinrichtungen, um einmal bei sich selber zu schauen, ja, wie stehen die eigentlich zu diesen Punkten, wie gehen wir damit um? So wäre es gedacht, und es gibt auch die Möglichkeit, diese Leitlinien per Unterschrift auch zu unterstützen und damit die Idee weiter zu befördern. Und ich glaube, dass irgendwie die Frau Kulmer schon hier im Hintergrund oder nebenbei auch den Link dazu beim BIFAP eingeblendet hat. Vielen Dank. Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne schließen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Annette, für den Streifzug sozusagen, die vier großen Handlungsfelder, die du identifiziert und benannt hast, die sehr unterschiedliche Ebenen auch betreffen, also nicht nur das Angebot, sondern ja auch dessen Zustandekommen, die Hintergründe, welche Wirkungen sozusagen gibt es da, welche Diskussionen und politischen Prozesse, die sich daraus auch auswirken, bis hinein in die Institutionen. Du hast mir jetzt auch ein wenig den Ball aufgespielt, um nochmal zu Senat Lacevic überzuleiten, bevor wir dann nochmal zu den vier Handlungsfeldern als Ganzes zurückkommen werden, indem du angesprochen hast, dass es sozusagen das Leitbild von den Institutionen ja auch einen Unterschied machen kann, die sich sozusagen dazu auch bekennen und sagen, wie verhalten wir uns zu dieser Fragestellung Migrationsgesellschaft, was bedeutet das für uns in unserem Selbstverständnis, in unserem Angebot, in unserer Personalpolitik auch.
Und Senna, du bist ja Mitarbeiter der Wiener Volkshochschulen, die meines Wissens vor rund 6, 7 Jahren oder so ja mal so eine Mitarbeiter-Mitarbeiterinnen-Erhebung gemacht haben, die mehr bekannt ist unter anderem, wo ja einfach versucht wurde zu identifizieren, wer sind hier die Menschen mit Migrationshintergrund, Migrationserfahrung in unserem Betrieb. Die Wiener Volkshochschulen, meines Wissens ja auch eine der größten Erwachsenenbildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum. Und das Ergebnis war doch, wenn ich mich erinnere, so dass man gesehen hat, da sind viele mit Migrationserfahrung da, aber auch viele in unqualifizierten oder gering qualifizierten Berufen und auch mit wenig Kundinnen und Kundenkontakt. Ja. Wie erlebst du da selbst die Situation im Augenblick? Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite noch einmal. Wir haben die Erhebung 2009 gemacht, das ist jetzt mittlerweile 7 Jahre her. Damals ist rausgekommen, in, wie du schon gesagt hast, die meisten unserer Kolleginnen arbeiten im gering qualifizierten Bereich, vor allem in der Reinigung, im Hausarbeiterbereich. Was nicht stimmt, ist, dass sie wenig Kundenkontakt haben. Sie haben keinen offiziellen Kundenkontakt, aber sehr, sehr viele informelle Kundenkontakte gehen über diese Kolleginnen. Auch etwas, was wir langsam in unsere eigenen Fortbildungsprogramme mit reinnehmen und versuchen auch, das aufzufangen, weil viele, viele auch sozialarbeiterische Fragen dann an die Kolleginnen gerichtet werden im Reinigungsbereich und Hausarbeiterbereich, weil sie ja oft auch die Erstsprachen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen. Darf ich einhaken? Das ist ja fast sowas wie quasi ein Seismograf, würde ich mal sagen, so viele Bedürfnisse auch von Kundinnen und Kunden, oder? Absolut, absolut. Also ja. Das ist auch ein Bereich, wo wir versuchen, die Kolleginnen auch einerseits zu schulen, andererseits auch ein bisschen zu entlasten, weil das ja auch oft mit schwierigen Sachen konfrontiert werden und das auch oft zu Überforderung führen kann. Was man allgemein sagen muss, ist natürlich, dass es in der Gesellschaft soziale und strukturelle Benachteiligungen, Ungerechtigkeiten gibt. Und dass diese sozialen Ungerechtigkeiten auch in den Erwachsenenbildungseinrichtungen reproduziert werden, auch bei uns in den Wiener Volkshochschulen. Und dass es da ja wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und sich auch bewusst anzuschauen, wie man dem entgegensteuern kann. Es ist seit 2009 schon einiges passiert. Also mittlerweile haben wir mehr Leute mit Migrationserfahrung auch in Leitungsfunktionen bei uns tätig. Es sind zwei neue Direktorinnen dazugekommen. Die Leitung, also die Direktorinnenfunktionen ausüben, die Migrationshintergrund haben. Der Sebastian Born-Mena ist ja auch im Film von der Annette Sprung porträtiert worden. Ja, also da tut sich was. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ein riesiges Handlungsfeld, wo sich jede Institution für sich anschauen muss, wie gehen wir mit sozialen Ungerechtigkeiten, die es in der Gesellschaft gibt, um? Wie reproduzieren wir diese und wie wirken wir denen auf Betriebsebene entgegen? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt des vierten Handlungsfeldes, den die Annette angesprochen hat. Und da sind die Leitlinien für die Erwachsenenbildung, also dieses gemeinsame Papier, das entstanden ist, sicher ein sehr, sehr hilfreiches Papier, um das in die Institutionen zu tragen, um auch den Diskurs in den Institutionen zu beginnen darüber, dass man Migrationsgesellschaft nicht nur versteht, wir entwickeln Kurse für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund, sondern wir beschäftigen uns auch intern in unserer eigenen Einrichtung damit, wie gehen wir mit Migrationshintergründen um, wie gehen wir überhaupt mit Diversität um, also wie managen wir Diversität in den Einrichtungen und wie schaffen wir es, soziale Ungerechtigkeiten, die es in der Gesellschaft gibt, nicht in unseren Institutionen zu reproduzieren und eben zu schauen, dass wir auch Leute aus verschiedenen, also Leute, diverse Leute auch in Leitungsfunktionen bringen. Das sind einerseits Leute mit Migrationserfahrung, das sind aber auch genauso das Geschlechterthema, dass eben mehr Frauen in Führungspositionen kommen und so weiter. Also das ist, glaube ich, eine Herkulesaufgabe für Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Also wünschenswert wäre, wenn das nicht nur in der Erwachsenenbildung passieren würde, aber gerade in der Erwachsenenbildung ist es ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch zwei Sachen zu erwähnen zu dem, was der Annette gesagt hat, was mir wichtig scheint, zum Handlungsfeld 1, nämlich Kurse und Kursmaßnahmen, gerade mit der Fluchtbewegung Zusammenhang stehend. Wir haben in der Erwachsenenbildung ist jetzt im letzten Jahr ein Thema aufgepoppt, nämlich massiv, dass es so im Sozialbereich gegeben hat, aber noch nicht
in der Erwachsenenbildung, zumindest in Wien nicht, nämlich das Thema der freiwilligen Arbeit versus der Professionalisierung in der Erwachsenenbildung und das, was verlangt wird von unterrichtenden Kursleiterinnen, was sie für Ausbildungen haben müssen, um in Basisbildung DAF-DAZ-Maßnahmen zu unterrichten und wiederum der große Bedarf der nicht finanzierten Kurse, die eine ganze Menge von freiwilligen Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Bereichen dazu bewogen hat, schnell Deutschkurse, Alphabetisierungskurse, Basisbildungskurse anzubieten, weil da zu wenig war. Das ist aus mehreren Hinsichten ein interessantes Feld. Das ist ein, sozusagen jetzt aus meiner betriebsrechtlichen Tätigkeit natürlich ein Feld der Frage, also wie stellt man auch sicher, dass das Arbeit entlohnt wird und nicht alles auf freiwilligen Basis geschoben wird. Das ist aber auch auf Sicht der, wie stellt man sicher, dass die Qualität der einzelnen Maßnahmen, die man für die Leute anbietet, auch gut ist und dass nicht irgendwer irgendwas macht, sondern dass auch gewisse Qualitätsstandards eingehalten werden. Also das ist, finde ich, aus mehrerer Hinsicht ein Thema, das jetzt neu ist und das man diskutieren muss. Und die zweite Geschichte, die ich noch herausstreichen möchte aus dem, was die Annette gesagt hat, ist das Thema der politischen Bildung, weil mir das ein sehr zentrales erscheint. Wenn man sich anschaut, wie diskutiert wird, dass Bildung Arbeitslosigkeit bekämpft, dass Bildung der Schlüssel ist, um die Arbeitslosigkeit zu senken, so muss man sagen, das stimmt ja nur bedingt, das stimmt auf der individuellen Ebene sicher, aber ist auf der gesellschaftlichen Ebene eine problematische Aussage, weil strukturelle Arbeitslosigkeit nicht durch Bildung von Einzelnen behoben werden kann. Und da scheint es mir wichtig, dass in diesen ganzen Kursmaßnahmen, die Erwachsenenbildung anbietet, begonnen von Basisbildungsmaßnahmen über Pflichtschulabschlussmaßnahmen bis hin zu den höheren Bildungsabschlüssen und alles, was dazwischen ist, die politische Bildung und die Teilhabe von Menschen oder ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, dass sie an der Gesellschaft teilhaben, dass sie sich in gesellschaftspolitische Diskurse einmischen können, einen ganz, ganz, ganz zentralen Stellenwert hat. Und dass das eine zentrale Aufgabe von Erwachsenenbildungseinrichtungen sein muss, das in ihren Qualifizierungs- und Kursmaßnahmen sicherzustellen, um es vielleicht auf einen ganz kurzen Satz runterzubrechen. Ein Pflichtschulabschluss bedeutet nicht, dass am Ende, also nicht nur, dass am Ende des Schuljahres die Teilnehmerinnen ein Zertifikat in der Hand haben, sondern bedeutet auch, dass man versucht, mit ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, wie sie sich in gesellschaftlichen Diskursen beteiligen können. Danke, Sinat, für deine erste Reaktion auch auf den Input von Annette. Es tut sich inzwischen schon in unserem Chat einiges und ich würde gerne eigentlich die Gelegenheit ergreifen, mal diese Fragen, die da schon gestellt wurden, oder Kommentare sozusagen auch mal vor den Vorhang zu holen und auch laut zu machen. Und da war zum Beispiel ein Kommentar von Mohammed Ali Ibrahim, bezugnehmend auf die Angebote, die hier gesetzt werden, dass hier einfach auch die muttersprachlichen Angebote eine wesentliche Rolle spielen würden und die auch geschaffen werden müssen. Da gibt es durchaus auch die Diskussion, wo viele sagen, naja, also man sollte das in Deutsch anbieten, denn die Menschen sollen ja ohnehin Deutsch lernen. Ja? Was würdet ihr dazu sagen, zu diesem Einwand, der da gekommen ist? Vielleicht einmal an Annette gerichtet. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich denke mir, also ich bin da dagegen, dass man hier sozusagen so wie ein Dogma aufstellt, es muss alles in Deutsch sein. Es geht ja um eine Kombination, eine kluge Kombination von Angeboten. Ja. Und ich denke mir, in der Bildungsarbeit wird mehr vermittelt als ausschließlich sozusagen die Sprachkompetenz. Es geht auch um Orientierung, es geht um Systeminformationen. Und es geht auch darum, dass Menschen die Möglichkeit haben, in Bildungsprozessen auch die Erfahrung zu machen, dass sie sich einbringen können, ja, dass sie ernst genommen werden mit ihren Gedanken. Wenn sie vielleicht noch nicht so weit entwickelte Deutschkenntnisse haben, dann sind sie da ja sehr eingeschränkt. Das heißt, ein ganz wichtiger Erfahrungsraum geht auch verloren, wenn diese muttersprachlichen Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Also da gibt es ganz viel, glaube ich, was auch aus lernpsychologischer Sicht dafür spricht, das anzubieten. Wie weit es gemacht wird, glaube ich, auf jeden Fall zu wenig. Da kann vielleicht der Senat etwas zu der Arbeit der Volkshochschulen sagen. Es gibt sicher immer Trainerinnen und Trainer, die einfach aufgrund ihrer eigenen Sprachkompetenzen, weil sie das vielleicht auch als Erstsprache haben, das sowieso in ihren Unterricht mit einbauen. Aber dass es systematisch von Seiten der Bildungseinrichtungen auch gedacht wird, sehe ich eher noch wenig, aber es finde ich ganz einen wichtigen Hinweis, das zu berücksichtigen. Ja, es gibt definitiv keine Systematik, also das kann man ausschließen.
dass hier systematisch, es gibt einzelne Bemühungen, die Wiener Volkshochschulen unter anderem bemühen sich, da ein Angebot zu schaffen, das natürlich noch unzureichend ist, aber zumindest ein Beginn ist. Und ich halte das auch für ganz wichtig. Ich möchte nur einen zusätzlichen Aspekt einbringen, warum ich das für ganz wichtig halte. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit und der Wertigkeit der Sprachen. Also irgendwie so eines meiner Schlüsselerlebnisse, wie ich begonnen habe vor 15 Jahren, auf die Frage hin, welche Sprachen sprichst du? Die Antwort war, ich spreche nicht, also sozusagen immer gemünzt auf Deutsch und diese Überhöhung der deutschen Sprache und die sagen, Deutsch ist sozusagen das Zentrale und Deutsch ist das Wichtigste, und auch den Menschen mitzugeben, dass sozusagen alle Sprachen gleichwertig sind, das ist jetzt, ob man Arabisch kann oder Englisch kann, ich meine, mit Englisch wird man sich mit einem oder anderen Menschen vielleicht besser verständigen können als auf Arabisch, aber dass die Wertigkeit dessen, ob ich Arabisch, Farsi, Dari, Englisch oder Russisch oder sonst was spreche, genau gleich ist. Also das ist diese Höherbewertung der Sprachen, dass man die wegkriegt. Erstens in der Erwachsenenbildung, aber zweitens auch gesamtgesellschaftlich, weil im gesamtgesellschaftlichen Diskurs gibt es eine massive Überhöhung von Deutsch und dann Englisch und alle anderen Sprachen sind viel weniger wert, und ich glaube, das muss man ein bisschen im Diskurs aufbrechen. Da muss man doch auch sicher den Einrichtungen der Erwachsenenbildung wohl auch zugestehen, dass es ja auch gar nicht so leicht ist, auch mit sehr heterogenen Anforderungen sozusagen dann auch Angebote zu schaffen, die man besetzen kann. Ich kann mich auch erinnern, da gab es ja auch im Bereich Basisbildung die Frage der gemischten Kurse in den vergangenen Jahren, ja, also wo man sozusagen mit unterschiedlichen Sprachenhintergründen und Herkunft versucht hat, Basisbildungskurse gemeinsam durchzuführen, mit Vorteilen und Nachteilen auch in diesen Zusammensetzungen. Ja. Mhm. Das ist auch eine schwierige Situation. Annette, ich sehe, du reagierst auf mich, bitte. Ich weiß nicht, wie ich mich zu Wort melde und mit Finger heben, ob das okay ist. Ich möchte gerne noch was anfügen, also dieser auf dem Umgang mit der Mehrsprachigkeit eben in den Bildungseinrichtungen. Da darf ich vielleicht kurz sozusagen berichten aus unserer Studie, wo wir auch versucht haben herauszufinden, inwieweit die Bildungseinrichtungen eben dieses Potenzial auch nutzen, das Menschen mit Migrationserfahrung mitbringen für die Erwachsenenbildung. Und die Mehrsprachigkeit ist eine von mehreren Ressourcen. Und das war eigentlich ein sehr auffälliges Ergebnis, dass ganz klar immer gesagt wurde, ja, das Wichtigste ist aber die perfekten Deutschkenntnisse, ja, sozusagen. Und das kann man auch mal hinterfragen, weil warum muss eigentlich ein Trainer, eine Trainerin perfekt Deutsch können? Also es kommt immer auf den Kontext an, was soll die Person denn unterrichten? Ja, vielleicht sind da ganz andere Kompetenzen viel, viel wichtiger und der eine oder andere grammatikalische Fehler. Ich weiß nicht, ja, ob das sozusagen, aber das ist eine unhinterfragte Norm, das wird auch ganz schnell so formuliert, ohne lange nachzudenken. Und da gibt es halt so Normalitätsvorstellungen, würde ich mal sagen, auch in der Erwachsenenbildung. Und da ist auch kommt auch diese von dir, Senat, angesprochene Hierarchisierung von Sprachen zum Ausdruck. Solche Sachen, denke ich mir, könnte man reflektieren als Einrichtung. Für welchen Bereich brauchen wir denn tatsächlich? Und ist es nicht auch möglich, dass wir dann ganz gezielt für Menschen, die vielleicht eben im Deutsch noch nicht so sicher sind, dann auch, wenn sie dann mal eingestellt sind, einfach auch uns was überlegen, ja, was wir dann noch anbieten, um das nachzuholen oder um das zu unterstützen. Also es gäbe ja da viele Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn das denn schon als Defizit gesehen wird. Auf der anderen Seite würde man aber eben diese Mehrsprachigkeit haben im Team und könnte die in diesem Sinne eben auch sehr gut einsetzen. Senat, ich sehe, du nickst, ist es bei dir als Angestelltenbetriebsratsvorsitzender diese Frage Fremdsprachigkeit als Defizit, Mehrsprachigkeit als Ressource, wie zeigt sich das bei euch? Ja, also es ist natürlich sozusagen, wenn du jetzt jemanden aus den Wiener Volkshochschulen fragen würdest, würde jeder sagen, dass man das natürlich nicht so machen würde, also dass man nicht Deutschdefizite als Defizit sehen würde und dass man Fremdsprachenkenntnisse immer als etwas Positives sehen würde. In der Realität ist es dann halt nicht immer ganz so, weil eben das, was der Annette gesagt hat, warum braucht es für bestimmte Berufe tatsächlich eine perfekte Deutschkenntnis, muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema von Personalentwicklung, also auch nämlich also der eine Punkt von Personalentwicklung, den der Annette gesagt hat, wenn man schon Defizite wahrnimmt und
sagt, man braucht für diesen Arbeitsbereich, muss man diese Defizite ausbessern, dass man ein entsprechendes Angebot schafft, wo sich die Kolleginnen weiterschulen können. Und auf der anderen Seite auch Personalentwicklung, in dem, was wir auch festgestellt haben, dass wir Kolleginnen haben, die in niedrig bewerteten Verwendungsgruppen arbeiten, also im Reinigungsbereich zum Beispiel, die aber aus ihren Heimatländern ganz viel Ausbildung mitbringen und diesen Kolleginnen auch zu ermöglichen, A, sich die Qualifikationen anerkennen zu lassen und B, auch innerbetrieblich aufzusteigen. Also ich glaube, dass diese Geschichten, das ist jetzt nicht unbedingt ein Migrationsthema, sondern ein generelles Thema von Organisationsentwicklung, aber ist in diesem Bereich ganz, ganz wichtig, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, sich in den Organisationen weiterzuentwickeln, aufzusteigen und auch verschiedene Funktionen auszuüben, für die man vielleicht nicht angestellt worden ist, aber sich im Laufe der Jahre dafür interessiert, qualifiziert und die auch dann machen kann. Ich versuche mal weiter zu sehen, was hier in dem Chat auch schon an Fragen oder Kommentaren gepostet wurde. Da gibt es einen Kommentar eines Gastes ohne Name, also einfach Gast. Der lautet, da es keine verpflichtende Erwachsenenbildung gibt, führen die meisten Bemühungen ja ins Nicht. Politische Bildung wäre besonders wichtig, auch für die gesamte Bevölkerung. Ist das umsetzbar? Ja, darf ich dazu was sagen? Ist ganz ein wichtiger Kommentar. Was wir sozusagen ein bisschen als Problem haben, und so interpretiere ich diese Wortmeldung ein bisschen, dass es zwar Angebote gibt zum Thema, aber da kommen sozusagen eh die sich schon für das Thema interessieren, die schon offen sind, also preaching to the converted sozusagen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das ins Nichts führt, sondern das sind auch ganz wichtige Multiplikatorinnen, die dann wieder sozusagen weiter arbeiten können mit dem Thema in ihren jeweiligen Bereichen und die auch da Stärkung erfahren, die sich auch nochmal für sich selbst auseinandersetzen. Das hat seine Berechtigung. Aber richtig ist, dass man ganz viele Menschen eben nicht erreicht, ja, durch diese spezifischen Angebote, die vielleicht dann noch den Titel tragen, ich weiß nicht, Antirassismus-Workshop, da gehen nur bestimmte Leute hin. Man müsste also hier viel einfallsreicher werden, glaube ich, sozusagen mit den Bildungsangeboten dorthin zu gehen, wo Menschen sowieso sind und das auch integrieren in andere Dinge. Also das nicht so isoliert zu betreiben, sei es jetzt in der Schule, wo das im Schulunterricht einfach integriert wird. In jeder Lehrlingsausbildung kann das integriert werden, wenn man will. Und ja, es gibt ja zahlreiche tolle Projekte. Ich habe hier auch ein bisschen so im Chat nebenbei mitverfolgt, dass da auch Hinweise auf Initiativen, ich glaube, eine Fraueninitiative wurde da genannt von der Frau Kreilinger, gekommen sind. Das heißt, dort, wo Alltag miteinander geteilt wird, und das wissen wir aus der Forschung, überall dort, wo Kontakt besteht, zum Beispiel jetzt auch mit geflüchteten Menschen, nehmen die Aversionen ja auch ab, das wissen wir, ja. Also am größten sind sozusagen die Vorteile ja dort, wo es gar keine Berührungspunkte gibt, dass man einfach solche vielfältigen Möglichkeiten schafft, wo man Menschen kennenlernen kann, wo man über gemeinsame Interessen, zum Beispiel, weil wir alle Mütter jetzt von Kindern sind im selben Alter oder was immer, dann hier einfach auch Verbindung und Solidarität herstellen kann. Da muss man, glaube ich, sehr einfallsreich sein. Da passiert auch einiges. Vielleicht läuft nicht immer alles jetzt unter dem expliziten Titel politische Bildung, aber ich glaube, da muss man eben, da gibt es nicht eine Antwort, ja, sozusagen ganz vielfältig. Und ein Punkt, den ich dazu noch sagen möchte, Rassismus ist ja nicht nur ein individuelles Phänomen, sondern eben auch ein institutionell und strukturell verankertes. Und wenn man da nicht hinschaut und was tut, dann ist natürlich sozusagen mit den individuellen Ansätzen auch nur ein Teil erreicht. Da glaube ich, sind also sozusagen wirklich alle in die Verantwortung zu nehmen und nicht nur die Erwachsenenbildung. Sina meldet sich noch zu Wort. Bitte. Ja, genau. Ich habe aufgezeigt, wie in der Schule, ganz brav. Das funktioniert in diesem neuen. Genau, ja. Ich sehe, ich habe das System des Web-Talks verstanden. Na, aber was ich sagen wollte, um das zu unterstreichen, was die Annette gesagt hat, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage von Formaten. Man kann politische Bildung auch in ganz alltägliche Seminare verpacken. Also wenn man ein Seminar macht, wo man mit Kolleginnen und Kollegen über Umgang mit Kundinnen oder schwierigen Kundinnen oder schwierigen Zielgruppen redet, kann man ganz, ganz viel politische Bildung verpacken. Man kann politische Bildung in eine Leitbilddiskussion verpacken. Man kann
Man kann politische Bildung in Hausordnungsdiskussionen verpacken, wo man darüber redet, was soll bei uns in der Volkshochschule XY erlaubt sein und was ist nicht erlaubt. Da geht ganz viel an gesellschaftspolitischer Bildung und Diskussion, wie man in solches Fortbildungsangebote verpacken kann. Und es ist einfach wirklich eine Frage der Formate, die man sich überlegt. Ich würde das Stichwort Formate, eine etwas vorhin gesagt, man braucht auch kreative Ideen, man braucht sozusagen da auch ja, Ideen für neue Zugänge, wie man das Thema auch in die Breite bringt und auch Menschen erreicht, die nicht zum recht gut eingeführten Argumentationstraining gegen Stammtischparolen zum Beispiel gehen würden. Ja. Wir haben da eine kleine Umfrage vorbereitet und würden jetzt gern unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Gäste auch bitten, da mal mitzumachen. Die Frage ist, haben Sie Ideen oder gibt es sozusagen auch Ansätze, die vielleicht gar nicht so breit bekannt sind, zu dieser Frage, wie müssen denn Angebote beschaffen sein oder gibt es neue Angebote, die es noch nicht gibt? Oder das war jetzt natürlich widersprüchlich formuliert, aber Sie wissen, was ich meine. Wie sind denn die Ideen in unserem Kreis der Gäste und Gästinnen hier für Angebote, die noch nicht in der Landschaft stehen? Sie sehen rechts oben jetzt das Umfragefenster. Und die wird einladen, da einzugehen. Schauen wir mal, ob das kreative Potenzial hier in unserem Teilnehmerinnenkreis wieder so da ist, was da aus der Diskussion entsteht. Das würde uns jetzt sehr interessieren. Sanne, du, ja bitte, während wir da die Umfrage offen haben. Ja, während die Umfrage läuft, weil ich gerade im Chat gelesen habe, dass man Umweltbildung und Sprachbildung gemeinschaftstätig soll. Also nicht nur das, ich glaube, dass man mit Spracherwerb ganz viele Sachen verknüpfen kann. Also Spracherwerb geht es ja nicht darum, dass man rein Deutsch lernt, sondern dass man sich auch orientieren kann, dass man sich orientieren kann, welche sozialen Leistungen gibt es in Österreich, wie komme ich an diese Leistungen, Umweltbildung, politische Bildung, all das muss meiner Meinung nach zentraler Bestandteil von Spracherwerb sein. Da gibt es auch einzelne Vorbildprojekte, ohne da jetzt allzu lang werden zu wollen, aber wir haben bei den Wiener Volkshochschulen auch die Umweltberatung und da kooperieren die Pflichtschulabschlussbasisbildungslehrgänge sehr, sehr gut mit der Umweltberatung. Zum Beispiel, die haben das Modell Energieführerschein entwickelt, gerade für diese Zielgruppe, die im Pflichtschulabschluss tätig sind. Und die machen, während sie den Pflichtschulabschluss besuchen, auch so einen viertägigen Workshop, vier Tage sind es, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch den Energieführerschein, wo es eben um Energie, Umweltthemen und so weiter geht. Also da gibt es, ich glaube, dass das ein ganz, ganz zentrales Element von Spracherwerb ist, nicht nur, dass man Wörter lernt, sondern dass man soziale Rechte, politische Bildung, Umweltbildung etc., all das in den Spracherwerb mit reinbringt. Mhm. In unserer Umfrage tut sich noch nicht viel, ja. Wir haben hier eine Antwort, sehe ich, die können wir dann auch gleich noch veröffentlichen, damit es auch alle sehen können. Aber es haben sich mir mehrere Chat-Teilnehmerinnen im Chat sozusagen mit ihren Ideen eingebracht. Und da sehe ich zum Beispiel Elke Sale hat genau das Thema aufgegriffen, das du, Senat, auch gerade gebracht hast, Umweltbildung und Spracherwerb. Globale Erkenntnisse zu umweltrelevanten Themen soll man kennenlernen können. Also das war eine Frage, ja. Und daher ich jetzt von dir, Senat, da gibt es beispielsweise bei euch in Wien auch ein Angebot, wo man versucht, das zu verbinden. Ich habe selbst auch schon mal davon gehört. Das ist ein spannender Ansatz, sozusagen auch über die reinen Spracherwerb-Thematik hinauszudenken. Wobei wir da jetzt ja auch nicht nur sozusagen da nicht Mehrheitsbevölkerung meinen, sondern ja auch ankommende Menschen. Ein weiterer Tipp ist hier auch noch von Iris Ratzenbeck-Höllerl. Die postet eine Website Know Your Lifestyle, zwar kein Projekt für Spracherwerb, aber für junge Erwachsene im zweiten Bildungsweg. Da gibt es Unterrichtsmaterialien, VHS Kärnten war auch beteiligt. Da kann man mal reinschauen, wenn man neugierig ist darauf. Ja, und wir sehen inzwischen passiert auch auf der Umfrage etwas. Ich versuche mal vorzulesen, was da so an Antworten kommt zu Angebotsideen. Wir arbeiten an der Entwicklung eines Projekts Österreichische Seniorinnen als Großeltern für Flüchtlingskinder. Der Leihopa, die Leihoma werden wieder modern, ja. Das ist jetzt irgendwie nach unten gerutscht. Mehrsprachigkeit zum Beispiel in den Fahrschulen, ja, integrativ betrachtet. Räume, in denen Begegnung gelingt. Zu beobachten ist ja leider nach wie vor, dass Institutionen selbst die Formate noch nicht reflektiert oder revidiert haben. Ja.
Räumen, denen begegnen gelingt. Das ist glaube ich, so ein Gelingenskriterium, könnte man sagen, kein konkretes Angebot, aber sicher eine Frage, die zu beachten ist. Planung und Nutzung des öffentlichen Raums zu guten Aufenthalt für alle. Das Sicherheit mit Potenzial. Sprachkurse für die Mehrheitsbevölkerung öffentlich diskutieren. Ja, da geht, zu diesem Thema geht ja auch viel Polemik gerade in den sozialen Medien ab, wo rechte Postings oft dann sozusagen auch durch den Sprachkakao gezogen werden. Ja, da ist jemand eher skeptisch, leider nicht durchführbar. Mitarbeitsmöglichkeiten der Landwirtschaft für Integration, Spracherwerb, sinnvolle Tagesgestaltung, eine Idee. Denktrainings, angelehnt an Reuben Feuerstein. Wenn ich jetzt so euch beide mal eure Expertise frage, wie klingen diese Ideen, wie kommen die bei euch an, die da so gesammelt wurden, diese sieben, die wir da in der Umfrage stehen haben, da kommt noch eine achte dazu gerade. Freie Radios, ja, genau. Dort, wo Bildung also nicht als Etikette dient, das ist eine weitere Angebotsidee. Ja. Ist da was Inspirierendes dabei für euch? Ja, also das Know Your Lifestyle, da waren Kolleginnen von der VS Kärnten vor mittlerweile 3 Jahren oder so bei uns in der VS Wien und haben Unterrichtende im Pflichtschulabschluss das auch näher gebracht, oder vor 2 Jahren. Also es hat auch eine Fortbildung dazu gegeben. Also ich kann jetzt nicht im Detail sagen, wie das angenommen wird jetzt im Unterricht, aber das hat es gegeben. Auch das, was ich sehe, was die Elke Salei gepostet hat, mit Gärten rausgehen, beim Tun reden. Da gibt es Projekte, es gibt manche Volkshochschulen, die an Gemeinschaftsgärten in den Bezirken beteiligt sind. Im 20. Bezirk zum Beispiel gibt es eine Anbaufläche, einen Gemeinschaftsgarten für Schulen, wo die Volkshochschule Brigittenau auch einen Teil davon hat, und den mit Teilnehmerinnen in Basisbildungsbrücken und Kursen und Pflichtschulabschluss bewirtschaftet, also das auch in Unterstützung durch die Umweltberatung auch das gemeinsam macht. Und sonst, ich schaue jetzt noch mal kurz durch. Ja, Sprachkurse für die Mehrheitsbevölkerung. Das ist In Wien hat man festgestellt, dass ein Viertel der Leute, die vor Schuleintritt Sprachprobleme haben, Deutsches als Erstsprache haben. Also es ist tatsächlich ja etwas, was nicht unrelevant ist. Es ist halt in der öffentlichen Diskussion ein sehr schwieriges Thema. Annette, was denkst du so zu den Ideen, die hier gepostet wurden von unseren Diskussionsteilnehmern? Ja, ich glaube, also es zeigt sich hier, also innerhalb von, ich weiß nicht, 1, 2 Minuten sind ganz viele Ideen aufgepoppt von einer überschaubaren Gruppe von Menschen. Das zeigt, dass es ja irgendwie ganz viel Potenzial an Ideen gibt, wo ich mir wünschen würde, dass das vielleicht mehr genutzt wird. Das heißt, da braucht es natürlich auch Geld dafür und Möglichkeiten, das umzusetzen. Ich glaube, es mangelt nicht an engagierten Personen in dem Land und die auch gute Konzepte haben. Also all diese Ideen, glaube ich, haben was Spannendes. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, auf welches ich zuerst eingehen sollte. Beziehungsweise gibt es teilweise eben schon Modelle, die man ausbauen könnte. Ich möchte aber vielleicht noch einen Aspekt hinzufügen. Das zielt alles ein bisschen sozusagen darauf ab, dass man Menschen eben auch, so wie ich es vorhin gesagt habe, positive Erfahrungen auch ermöglicht, alltagsnahe etc. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass ja jetzt mal sozialpsychologisch betrachtet, es gibt ja Gründe, warum Menschen sozusagen dazu neigen, gewisse vereinfachende Antworten für sich auf ihre Lebensprobleme zu finden und zu akzeptieren oder eben Sündenböcke brauchen, um sich selbst zu entlasten etc. Also diese ganze sozialpsychologische Frage möchte ich hier jetzt schon anziehen. Das heißt, es hat auch was mit ihren Lebensumständen zu tun, ja, warum sie eben verunsichert, ängstlich oder was immer sind, und das hat noch nichts in erster Linie was mit Migration zu tun oder den sozialen Wandel durch Migration. Und das wird dann halt von bestimmten Akteuren ins Spiel gebracht als Erklärungsangebot, ja, für all diese Probleme. Das heißt, man muss natürlich in der politischen Bildung auch sich klar sein, dass gewisse Problemlagen einfach ganz woanders herrühren, ja, und dass die eben nicht durch eine Veränderung auf der Bewusstseinsebene bekämpfbar sind, ja. Also es geht schon auch darum, diese Ursachen anzupacken, und da, glaube ich, kommt Bildung schon an ihre Grenzen. Also Bildung kann schon dazu beitragen, dass vielleicht ein bisschen ein differenzierterer Blick
auf diese Ursachen der eigenen Unzufriedenheit geworfen werden kann, indem Menschen halt auch befähigt werden zu reflektieren über ihr eigenes Leben, über gesellschaftliche Bedingungen, weil da auch oft ganz wenig Wissen da ist, wie Politik und so weiter und Gesellschaft funktioniert. Aber im Wesentlichen sind da andere Instanzen in die Verantwortung zu nehmen. Ja, das hat natürlich was auch mit der Arbeitsmarktlage zu tun, wie überhaupt Politik gemacht wird. Ja, diese ganze Geschichte mit der Enttäuschung über das politische System und so weiter. Also da finde ich, muss man einfach auch sagen, Bildung hat ihre Grenzen, was nicht heißt, dass sie nichts tun kann, aber das sollten wir schon sehen, ja, dass wir eben aus dem Grund auch immer wieder dann hier enttäuscht sind, ja, dass wir eigentlich in Wirklichkeit so verfestigte Vorurteile überhaupt nicht einmal im Entferntesten daran rütteln können bei manchen Menschen. Aber das heißt nicht, dass es nicht notwendig ist, sozusagen immer wieder was zu versuchen, und man erreicht ja auch immer wieder Menschen, aber völlig beseitigen, wenn man das Problem in Bildung nicht, das glaube ich nicht. Also ich möchte das nur unterstreichen, so wie ich vorher gesagt habe, dass Bildung nicht das Problem der strukturellen Arbeitslosigkeit lösen wird können, wird auch Bildung das Problem von Rassismus nicht lösen können. Bildung kann nur jeweils einen Beitrag dazu leisten, und man muss sich ein bisschen von der Bürde befreien, dass man das jetzt alles mit, also sowohl Arbeitslosigkeit als auch Rassismus, als auch also Xenophobie oder Homophobie oder was auch immer mit Bildung lösen wird können. Bildung kann einen Beitrag leisten, den muss es auch leisten, meiner Meinung nach, aber es kann das Problem nicht lösen. Ja, da gibt es auch Grenzen, sozusagen, denen wir ausgesetzt sind. Mir fällt auch noch ad hoc dazu ein, die viele geführte Debatten im vergangenen Wahlkampf, wo man ja auch durchaus beobachten konnte, dass Dialogverweigerung auch praktiziert wird. Ja, und wenn man mit Bildung auf Dialog setzt und Dialogverweigerung die Antwort ist, dann sind auch hier natürlich Grenzen, die man wahrnehmen kann. Wir bewegen uns langsam auf das Ende unserer Stunde zu. Ich möchte noch kurz zwei Fragen, die im Chat gepostet waren, aufgreifen, damit die auch noch den Platz kriegen. Eine ist vielleicht ein bisschen schon auch beantwortet. Hier waren hier in den Vorschlägen, die da gekommen sind. Da hat eine Kollegin Christina Bernstein hat gepostet, dass sie kommt aus dem Bereich der Elementarpädagogik, und da gibt es auch stark diesen Ansatz einer alltagsintegrierten Sprachbildung. Ja. Ihre Frage war, erlebt man das auch in der Erwachsenenbildung, ist dieser Ansatz hier auch zu finden? Ja, ich glaube, Sinat, du weißt da mehr. Ja, ja. Mhm. Nein, ja. Also jetzt nicht durchgehend natürlich, aber ja, und ich halte den Ansatz auch für wichtig. Vielleicht eine Anmerkung dazu. Oft wird das so für spezifische Zielgruppen, weiß ich gar nicht warum eigentlich, aber eingesetzt. Ich nenne jetzt das Beispiel, ich glaube, gibt es seit einigen Jahren, Mama lernt Deutsch. Ja, also abgesehen vom unglücklichen und unseligen Titel dieses Projekts, den ich gar nicht gut finde, ist das so ein Versuch, so Mütter, die ihre Kinder in die Schule bringen, und dann wirklich dort in der Schule auch in dieser Rolle und so weiter anzusprechen und zu erreichen. Und das ist ja etwa so ein bekanntes Projekt, das über Jahre schon praktiziert wird. Das Beispiel. Ja. So, und eine Frage haben wir noch bekommen, vielleicht auch anschließend an das Format, in dem wir hier heute diskutieren, nämlich inwiefern ihr da auch Bescheid wisst, ob neue Medien eingesetzt werden, um Migrantinnen zu erreichen oder das Bildungsangebot zu erweitern. Wenn man jetzt an Mehrheitsbevölkerung denkt oder sozusagen an überhaupt die Breite, dann ist unser Format vielleicht auch ein solches. Aber sind euch da Beispiele bekannt, wo das spezifisch eingesetzt wird? Oder ist das ohnehin, ist die technologische Hürde da ja gar nicht so gering? Andererseits kenne ich auch Beispiele aus Norwegen etwa, wo man sagt, naja, auch viele Flüchtlinge kommen mit dem Smartphone, und insofern sind ja die Medien schon gut zugänglich. Ja, Annette, bitte. Ja, ich glaube, das ist ein nicht nachzuvollziehendes Vorteil, dass jetzt Migrantinnen oder Flüchtlinge irgendwie nicht versiert genug wären, um diese neuen Medien zu nutzen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Sicher ist es manchmal vielleicht eine Frage, je nachdem, wie man lebt, ob man die technischen Möglichkeiten und die Ausstattung hat. Aber es liegt sicher nicht an den Kompetenzen in der Nutzung der neuen Medien. Ja, werden total eingesetzt. Also ich als Beispiel kann ich nennen den Verein Tanaida aus Graz, der Bildungsangebote für Migrantinnen mit kleinem i anbietet, also für Frauen, die schon seit fast 20 Jahren, ja, versuchen sozusagen mit neuen Medien zu arbeiten, und zwar auch in Basisbildungskursen, also auch Frauen, die über geringe Lese- und Schreibkompetenzen verfügen können, sehr gut
andocken und mit den neuen Medien arbeiten, bringt ihnen, soweit ich das weiß, aus Rückmeldungen auch oft sehr viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, wenn sie sozusagen diese Medien auch nutzen. Und mir berichten die Trainerinnen, dass das optimal ist, ja, mit solchen Medien zu arbeiten. Darüber hinaus gibt es jetzt auch ganz viele aktuelle Beispiele. Ich glaube, gestern habe ich irgendwo gelesen in der Zeitung, dass es eine neue App in Wien gibt für Neuankömmlinge, so zur Orientierung in der Stadt. Und also sozusagen, es werden hier permanent auch, glaube ich, neue Produkte entwickelt. Ob das schon sehr gut ausgebaut ist, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Wahrscheinlich gibt es da auch noch Luft nach oben, aber ich glaube, dass das gut angenommen wird. Und vielleicht eine Sache dazu noch. Wir haben ja relativ wenig empirische Daten über das Weiterbildungsverhalten von Menschen mit Migrationsgeschichte. Die eine Untersuchung, die für uns immer ganz wichtig ist in Österreich, der Adult Education Survey, der alle 4, 5 Jahre durchgeführt wird, der erhebt ja nur die Staatsbürgerschaft. Das heißt, da haben wir schon mal irgendwie kein gutes Bild. Aber wenn wir uns da die Daten anschauen, dann sieht man zum Beispiel bei den Formen der Weiterbildung, die gerade von ausländischen Staatsbürgern in dem Fall in Anspruch genommen werden, dass da im Medien ganz stark sind, stärker als jetzt bei Menschen ohne Migrationshintergrund. Das heißt, das ist im Bereich des informellen Lernens ganz, ganz wichtig. Ja? Also das gibt es viele Hinweise darauf, dass das durchaus sehr geeignet wäre für die Zielgruppe. Ich weiß nicht, Sena, du hast da sicher auch Erfahrungen über die Volkshochschulen. Nein, sehe ich genauso. Also, nicht, also die neuen Medien natürlich auch, aber nicht nur die neuen Medien, auch die klassischen Medien sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Spracherwerb. Nicht nur im Spracherwerb, auch in anderen Kursmaßnahmen. Ich glaube, dass das Angebot Luft nach oben hat, um es mal so auszudrücken. Ja, ich würd da anschließen, auch Senat. Wir haben ja auch im Chat noch einen Post von Katrin Handler, die einen Link zur EPALI-Website gepostet hat und da auch ein Beispiel verweist, digitale Medien in der Bildungsarbeit mit der Flüchtlinge in dem Fall. Sicher interessant zum Weiterlesen. Wir hatten im Chat inzwischen auch noch einige Posts, die sehr auch die Diskussion, die davor zwischen euch auch lief, unterstützt haben im Sinne, wir müssen auch im Auge behalten, wo die Grenzen der Möglichkeiten sind, was Bildung bewirken kann und sozusagen auch mit Erwachsenenbildung mit Ansprüchen überfrachten, die sie ohnehin nicht erheben kann. Ja. Das denke ich auch ein wichtiges Statement. Nochmal kurz zurück zu den neuen Medien. Also wenn ich mir da auch eine Einschätzung erlauben darf, ich würde auch meinen, gerade aus dem Erwachsenenbildungssektor selbst gibt es da sicher viel Luft nach oben, wie du das genannt hast, Zeynep, an Entwicklungsmöglichkeiten. Da entsteht vieles in anderen Händen sozusagen von anderen Initiatorinnen und Initiatoren getragen, wo man sich auch manchmal durchaus fragen kann, wie ist da auch das erwachsenenbildnerische Know-how drin wiederzufinden und sozusagen auch das Selbstverständnis und der Blick auf die Menschen, der denke ich auch gut tun würde. Ich kenne selbst auch noch ein Beispiel aus Norwegen, wo beispielsweise Alphabetisierungskurse mit eben nur am Smartphone oder Tablet durchgeführt werden, ja? Und offensichtlich mit recht großem Erfolg und guter Akzeptanz auch in der Zielgruppe. Also Alphabetisierung mit Migrantinnen wohl, ja, genau. Gut, wir sind etwas über der Zeit und deswegen würde ich auch gerne sozusagen die Schlussrunde einleiten. Ich wende mich nochmal an unser Publikum, bevor es den Chat dann verlässt. Wir haben noch eine Frage für Sie. Uns würde nämlich interessieren, Annette Sprung hat uns vier Handlungsfelder präsentiert, wo wir auch so quer durch jetzt die Diskussion am Laufen hatten. Jetzt nehmen wir aber diese vier Handlungsfelder nochmal her und fragen, wo würden Sie meinen, in welchen dieser vier Handlungsfelder besteht am meisten Aufholbedarf in der Erwachsenenbildung? Mit anderen Worten, wo soll man was tun? Wo gehört Geld investiert? Wo gehören Ideen hinein? Wo gehört Aktivität hinein? Das würde uns jetzt noch als Bild interessieren. Ich sage nochmal die vier Handlungsfelder, während manche eh schon klicken. Der erste Bereich, den hatte eine Besprechung auch so mit der Integration übertitelt, also Deutschkurse, Basisbildung, Bildungsberatung für Migrantinnen. Übrigens noch eine Info, die mir gerade zur Verfügung steht, auch Bildungsberatung. Da gibt es ja aus dem Integrationstopf jetzt auch Geld für Schwerpunktmaßnahmen, wo auch durchaus in dem Aufruf meines Wissens aufgefordert wird, dass die Bildungsberatungseinrichtungen auch versuchen, ganz gezielt Freiwilligenarbeit sozusagen einzubeziehen, aber in einer Weise, wo sozusagen genau dieses Dequalifizierungsthema auch sozusagen gut gehandelt wird. Ja. Zum Beispiel durch Begleitangebote für Freiwillige, die sich engagieren möchten. Der zweite Punkt bei den Handlungsfeldern berufliche Weiterbildung, dritte politische Bildung und der vierte die Entwicklung der Bildungsinstitutionen selbst.
Da haben wir im Moment von 17 Antworten immerhin 10, die hier geklickt haben, also fast 60%, die hier den größten Bedarf sehen würden. Wir können das noch ein bisschen beobachten, wie sich die Antworten weiterentwickeln. Gibt es von euch noch so ein Schlussstatement, etwas, was ihr uns gerne noch für die Diskussion, aus der Diskussion mitgeben möchtet oder auch als Resümee ziehen würdet? Magst du? Ja, mir egal. Das Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die vielen Beiträge. Ich muss gestehen, dass ich fast ein bisschen gestresst war, nebenbei immer mitzulesen und alles zu erfassen. Und es fast ein bisschen schade ist, dass wir nicht auf alles eingehen konnten, weil, ja, ich habe es, glaube ich, vorher auch schon erwähnt, einmal mehr sich zeichnet, was das sozusagen auch für ein Potenzial an Ideen und Kompetenz zu dem Thema in Österreich ja längst vorhanden ist. Das sollte man vielleicht sich auch mal überlegen, wie man das noch besser sichtbar machen kann oder auch vernetzen kann. Ich weiß nicht, ob es dazu schon ausreichend Gelegenheiten gibt. Also ganz herzlichen Dank für die vielen, ja, eben auch so produktiven Beiträge. Und mit Blick auf die Umfrage, ich weiß nicht, ob die jetzt schon abgeschlossen ist, fällt mir auf, dass die Entwicklung der Bildungsinstitutionen ganz viele Nennungen bekommen hat. Und das finde ich natürlich sehr erfreulich und denke mir, viele der Leute, die heute hier im Chat auch sind ja selbst Mitglieder oder Mitarbeiterinnen von Bildungsinstitutionen und dann gehe ich mal davon aus, dass die ganz konkret sozusagen das auch in ihren Einrichtungen ansprechen und diskutieren oder eh schon längst tun. Das ist natürlich höchst erfreulich. Also insofern kann ich mit einer positiven Stimmung hier mich verabschieden. Danke. Vielen Dank, Annette. Senat, ein letztes Wort von dir. Ja, ganz kurz. Ich glaube, dass alle vier Handlungsfelder Entwicklungspotenzial haben. Das, wovor man sich wahrscheinlich in den Institutionen am meisten drückt, ist Punkt 4. Deswegen würde ich auch für Punkt 4 stimmen, nämlich die Entwicklung der Organisationen selber, weil da gibt es auch blinde Flecken in den Institutionen. Ansonsten möchte ich mich auch sehr bedanken für die Diskussion. Ich habe nebenbei eben diese vielen, vielen Links, die es links und rechts im Chat gegeben hat, mitverfolgt und werde das heute am Abend nach dem Fußball nachlesen. Wenn ja, also ich finde es sehr, sehr spannend. Das ist ja auch so eine Riesenbereicherung bei solchen Diskussionen, dass man ganz, ganz viele Expertinnen und Experten hat, die schon sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt haben und viele, viele neue Inputs bringen. Und das freut mich immer sehr. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Ja, ich sage danke euch beiden für eure Zeit, euren Input, eure Diskussion und auch, dass ihr die Fragen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgenommen habt. Erlauben Sie mir bitte zum Schluss noch darauf zu verweisen, dass wir für diesen Web-Talk eine ganz, ganz kleines Fragebogenformular vorbereitet haben, wo Sie uns unmittelbar jetzt im Anschluss, wenn Sie hier ausstellen, dann Rückmeldung geben können. Die Kollegin Karin Kulmer postet da in den Chat noch den Link hinein. Wenn Sie uns da eine Rückmeldung geben, dann hilft uns das sehr, auch dieses Format des Web-Talks wieder weiterzuentwickeln und gut zu pflegen. Wir haben noch weitere Links für Sie parat. Senat hat schon gesagt, er wird am Abend hineinschauen. Das wird noch eine Zeit lang online bleiben, hier dieser Raum. Und wir werden auch die Aufzeichnung demnächst auf YouTube zur Verfügung stellen. Das heißt, da ist das auch nochmal nachzuvollziehen. Mir ist auch wichtig noch zu sagen, es gibt von Annette Sprung und von Co-Autorinnen schon seit mehreren Jahren das Dossier Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft in der Themenrubrik von erwachsenenbildung.at. Wer da jetzt Lust bekommen hat, weiterzulesen, ein bisschen nachzulesen, nachzurecherchieren, sich zu vertiefen, den oder die lade ich herzlich ein, da hineinzuklicken. Da habe ich den Link gerade zur Hand und poste ihn mal schnell in den Chat. Das ist also auf jeden Fall wert zum Nachrecherchieren auch noch. Der nächste Web-Talk wird im Herbst nach dem Sommer stattfinden. Es gibt da noch keinen genauen Termin. Sie werden es erfahren, wenn Sie bei uns unser Newsletter oder die Veranstaltungskalender verfolgen oder unsere Facebook-Seite. Wir werden ein wahrscheinlich sehr politisches Thema auch wieder aufgreifen. Ein demokratiepolitisches letzten Endes, aber genaueres dann noch in unserer Einladung zu dieser Veranstaltung dann. Ja, und ich denke, das war es auch schon. Ich sage noch herzlichen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank und kommen Sie weiter gut durch den Tag. Schön, dass Sie sich am Vormittag Zeit genommen haben, mit dabei zu sein beim dritten Webtalk. Wiedersehen. Thank you.